Kuno, schön, bist du da. Du bist jetzt ja eine Predigt halten über Beziehung zu Gott. Und bevor du anfängst, habe ich noch ein kleines Spiel vorbereitet, wo wir dir ein paar Sachen, du kannst das auf einmal nehmen, das ist eine grüne und eine rote Flagge oder Blätter. Und ich frage dich zu gewissen Themen, wie du eine Beziehung zu dem hast. Okay. Wie du grün und rot willst interpretieren, das lasse ich mal dir rüber. Ich fange mal an mit Skifahren. Ja, das hat mir das Weisses, aber grün passt das Jahr besser. Was ist eins von uns zu sagen, wieso? Ja, ich liebe es, aber ich komme zu wenig dazu. Aber ich habe jetzt noch Skiferien, muss ich gerne überlegen, hey, sagen wir die Skiferien ab oder klappt es wirklich? Fair enough. Das zweite ist Shooten. Ja, da würde ich auch grün geben. Hast du das Lieblingsteam? Hey, natürlich tun. Ja. Hey, das Jahr steigen wir auf. Halleluja. Also, das dritte. BSV. BSV, ja, wirklich. Ja, weil ich war leidenschaftlicher Handballer gewesen. Und aber sehr viel auf die Wackermatchen gegangen oder das viel Beziehungen gehabt. Aber jetzt bin ich näher am BSV. Mein Bruder überlebt das fast nicht, dass ich jetzt auf das Mal BSV-Match schaue. Genau, aber er muss durch. Wieso? Ja. Kannst du noch sagen, wieso? Warum BSV? Ja, oder wieso, dass er es nicht überlebt? Ah, das ist so ein Hardcore-Wacker-Fan. Der versteht die Welt nicht mehr. Dass man etwas anderes kann, dass man etwas anderes kann sympathisieren. Also es sind übrigens zwei Mannschaften im Handball. Einfach für all die, die das nicht wissen. Nein, natürlich Bless Bern. Bless Bern, ja. Jetzt ist, ja. Also, das hast du mir eigentlich nur das Grüne können geben. Ich würde auch sagen, ja. Ja, genau. Und als letztes noch deine Beziehung zu Gott. Hey, das ist immer wieder die Frage. Da frage ich mich jeden Tag. Heute im Auto habe ich gefragt, Jesus, hey, wie ist unsere Beziehung? Aber ich habe das Gefühl, grün. Würde ich sagen. Aber das ist ein Kampf oft, ja. Ich würde sagen, das ist jetzt ein bisschen mehr als 1, 2 Sätze. Yes. Ich gehört dir, aber Salome. Genau. Hättest du in dem Fall doch nicht nur das Grüne geben können. Ja, ich würde zum Start noch sehr gerne für dich beten, Kuno, bevor du loslässt. Ja, Jesus, ich danke dir für das Bless Bern. Ich danke dir für jeden, der gekommen ist, jeden, der heute Abend da ist. Ja, danke dir, bist du bei den Vorbereitungen für die Predigt schon beim Kuno gewesen und hast du ihm die Idee gegeben und hast du mit ihm zusammen vorbereitet, was du uns heute weitergeben willst. Und ja, ich bitte dich um Ruhe für den Kuno. Ja, dass er uns die Perlen, die du ihm aufs Herz gelegt hast, dass er uns die darf so erzählen, dass wir es verstehen und dass wir offene Ohren dürfen haben und dass wir dürfen erkennen, was für einen Schatz dass du uns heute Abend mitgibst. Danke vielmals, bist du heute Abend da und möchtest du uns begegnen. Amen. Amen. Und jetzt ist es so, wenn ihr noch Fragen habt, während der Predigt an Kuno, habt ihr die Möglichkeit, dass ihr auf slido.com gehen könnt. Und dort unter dem Gott, das Hashtag steht schon, und dann Bless Bern eingeben. Und dort dürft ihr eure Fragen stellen, wenn ihr denkt, ah, wie meint ihr das? Oder habt ihr zu dem noch ein Beispiel? Genau, und ganz am Schluss werden wir noch Zeit haben, für ein paar von diesen Fragen zu beantworten. Ihr könnt auch, wenn ihr zwischendurch geht, schauen und denkt, ah, mega spannende Frage, könnt ihr sie, glaube ich, liken. Und dann können wir schauen, was euch so interessiert. Genau. Merci vielmals. Cool. Danke. Ich bin gefragt worden, warum dass ich grün aufgehabe bei Bless Bern. Wir haben vorher, herausgefunden, beim ersten Bless Bern habe ich schon dort dabei sein. Das war da ein paar hundert Meter weiter runter. Und jetzt habe ich das Privileg, heute wieder dabei zu sein, heute, wo so ein Abschied und ein Neuanfang ist, wo wir das feiern, was alles war und was alles noch wird sein. Von dem her ist es für mich ein Privileg. Aber wer hätte vor 5,5 Jahren gedacht, dass ich heute mit dem Velo an ein Bless Bern kommen kann? Weil wirklich da unten ist mein Velo parkiert. Vor genau einem Jahr sind wir nämlich in die Umgebung gezogen. Wir sind auf die Zollikofe gezogen, genau am 25. Februar. Das war ein Samstag. Und ein Jahr vorher, oder sage ich jetzt falsch, oder es ist zwei Jahre vorher gewesen, nein, es ist zwei Jahre vorher gewesen, bin ich auch ziemlich an diesen Tagen bin ich im Bossi gewesen. Im Bossi ist ein Spital in Bern. Wo Herzspezialisten sind und mein Herz muss operiert werden. Und da haben wir Brustkorb auf da und das Herz operiert und dann auch wieder zu, also geschaut, dass es vorher wieder kommt. Genau. Aber dann war es eine ganz schwierige Zeit.
ja wirklich fast nicht können schlafen. Das ist irgendwie, das Herz hat irgendwie den Rhythmus nicht gefunden. Und ich habe wirklich von Stunde zu Stunde in dieser Spitalzeit habe ich mir eine Strategie festgelegt, auch mit dem Heiligen Geist, zu sagen, Heiliger Geist, wie soll ich die nächste Stunde irgendwie füllen? Wie soll das gehen? Ich war sehr schwach gewesen, fast nicht können reden und auch mega Schmerzen auch gehabt. Und gleichzeitig einfach der Jesus, den ich so hautnah gespürt. Und eine Aktivität, die ich geschafft habe, ist auch auf einen Gang rauszugehen und vorzulaufen. Das ist vielleicht 40, 50 Meter gewesen. Das habe ich dann geschafft. Und dann bin ich dort so auf einen Ledersessel gehockt und habe gegen die Stadt vorgeschaut. Und ich weiss noch, immer wieder in diesen Nächten, oder dort so bist du gehockt und ich gewünscht hast, die Nacht wäre vorbei, habe ich auf das Bern angeschaut. Und innerlich habe ich gewusst, Gott hat mit dieser Stadt noch etwas vor. Das sage ich jetzt nicht einfach so, das war so in diesen Momenten. Und ich habe irgendwo in diesen Momenten, das ist auch der Ruf angefangen entstehen, jetzt, wir sind ja nicht auf Bern zurück, sondern auf Zollikofen, ganz bewusst auf Zollikofen, aber dass wir näher an die Stadt her müssen, um das mitzuerleben, was Gott tun will. Und darum glaube ich, Bern, die Geschichte ist noch nicht fertig mit Gott und Bern. Und die Geschichte ist auch noch nicht fertig mit Gott und Bless Bern, sondern ich glaube, dass aus dem noch ganz vieles dürfen sehen dürfen. Und ich glaube, dass Gott Menschen sucht, die mit ihm, mit diesem Traum kooperieren. Aber damit wir diesen Traum überhaupt haben, den Gott für die Stadt hat, müssen wir eine Beziehung haben mit ihm. Und dann werde ich das nächste Mal, ist mir gesagt worden, immer wieder über Beziehung zu reden. Auch Beziehung zwischen Mann und Frau, Beziehung zwischen irgendwelchen Leuten, wo man irgendwie in Gruppen unterwegs ist. Aber die Basis von allem ist Beziehung zu Gott. Im 1. Mose 1, 26, das ist ganz am Anfang, beschreibt Gott, warum er Menschen geschaffen hat. Und dort heisst, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Das war die Absicht von Gott. Ich wollte Menschen machen, die mir gleichen. Es wird ja bei jedem Kind wird darüber diskutiert, gleich das ist das dem Vater oder der Mutter. Das ist mir, ich weiß doch nicht. Aber das haben wir nie recht irgendwie rausgekommen. Aber Gott sagt, ich will Menschen machen, wo die Leute, die die sehen, würden sagen, hey, die gleichen dem Vater. Die gleichen dem Gott. Das war die Absicht gewesen. Uns ähnlich. Und er sagt er weiter, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und so weiter und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Also Gott hat gesagt, Menschen haben eine spezielle Beauftragung, warum sie es gemacht haben, nämlich ich will sie machen als mein Gegenüber. Also es sollen nicht nur wir gleich sein, oder wir oder gleich sein, nicht gleich im Sinn von Autorität, sondern wir ähnlich sein, sondern ich will eine Beziehung mit ihnen. Und die Beziehung zu dem Menschen ist der Grund, warum es uns gibt. Gott hat den Menschen wegen dem geschaffen, weil er mit uns unterwegs sein will. Das ist seine Leidenschaft. Und er hat gesagt, aus dem heraus, weil ich mit den Menschen unterwegs bin, werde ich ihnen einen Auftrag geben, dass sie eine Verantwortung haben, zu dem zu schauen, was mir lieb ist. Nämlich die Schöpfung und die Tiere und so weiter. Das ist, aber der Grund von dem liegt immer in der Beziehung zu Gott. Und darum ist genau die Beziehung, die so existenziell wichtig ist für uns Menschen, ist bekämpft worden. Und es ist dummerweise gelungen, den Menschen aus dieser Beziehung rauszuholen. Mit einer ganz üblen Logik. Dass eigentlich ist gesagt worden, der Gott unterdrückt dich. Der Gott will nicht das Gute über dich. Darum musst du dich verselbstständigen, weil es gibt noch viel mehr. Und der Mensch hat dummerweise das geglaubt. Und dann hat es einen riesen Gap gegeben. Menschen sind aus dieser Beziehung rausgelaufen. Die Beziehung, die ihnen Existenz gegeben hat, die Beziehung, die ihnen Autorität gegeben hat, die Beziehung, die schlussendlich Grundlage war von überhaupt von ihrem Leben. Und sie sind davon gelaufen, was ist passiert? Der Mensch hat nicht mehr können so Sorge tragen zu dem, nämlich den Auftrag nicht können erfüllen, den Gott ihm eigentlich gegeben hat. Weil ihm das gefällt, was der Schlüssel war, dass er Autorität hat, nämlich Beziehung zu Gott. Und dann kommt eine ganz lange Zeit, eine schrecklich lange Zeit, ich beschreibe im Alten Testament, wo Gott immer wieder mit Einzelnen oder vor allem mit einem Volk, dem Volk Israel, so eine
enge Beziehung gesucht, aber es war nie mehr die enge wie früher. Und dann passiert es. Nach 2000 Jahren, nachdem dass ganz viele Männer und Frauen sind aufgestanden und gesagt, es kommt mal etwas Krasses. Nämlich das Krasse, dass Menschen wieder zurückkommen in die Ursprungsbeziehung, kommt der Jesus auf die Welt. Und es heißt im Galater 4, doch als die Zeit dafür gekommen war, nach dieser Riesenkrise, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Sie sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern eingesetzt werden. Also er hat gesagt, ich schicke einen, der gleich ist wie dir. Weil, weißt du, der ganze Seich, die Beziehungszerbruch der zwischen Gott und dem Mensch ist passiert, weil ein Mensch sich entschieden hat, wegzugehen. Und Gott hat gesagt, es braucht wieder einen Mensch, der das wiederherstellt. Aber es kann nur einer sein, der perfekt ist. Und dann heisst es weiter, weil er dann kommt, ist es wieder möglich, Söhne und Töchter zu werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herz gesandt. Den Geist, der in uns betet, aber Vater. Er hat gesagt, hey, von dem Moment an wird es so krass. Weil Jesus, der Mensch, ist ganz Mensch geworden, der Preis zahlt, nämlich für uns gegen das Sterben, ist es möglich, wieder in die Ursprungsbeziehungen zurückzukommen. Es wird so tief gehen können, dass wir als Menschen mit Gott wieder so eine innige Beziehung haben, dass wir so sagen können, aber lieber Daddy. Ich komme jetzt gerade von einem Alpha-Weekend, wo wir vom Freitag bis heute, sind wir da zäschiert, aber waren mit Menschen, die unterwegs sind und den Jesus lernen können oder dran sind, den Jesus lernen zu kennen. Und in den letzten paar Stunden ist es passiert, dass etliche von denen auf das Mal in das Glück zurückgekommen. Nämlich habe ich gemerkt, hey, der Heilige Geist ist auf mein Leben gekommen. Ich weiss, ab jetzt wieder ist da in dieser engsten Beziehung zu meinem Gott und kann ihm sagen, aber lieber Daddy. Hey, das ist das Größte, was ein Mensch erleben kann. Aber so, wie es ein Mensch hat gebraucht, wo der Seich vom Menschen wieder hat die Tornung genommen, nämlich Jesus, so braucht es auch einen Entscheid, der den V-Entscheid wieder korrigieren kann. Dass wir wieder in die Beziehung zurückkommen. Das heisst, der Petrus hat gesagt, kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlung auf euch geladen hat. Also, der Petrus sagt, hey, Freunde, so wie die Menschen entschieden, wegzulaufen aus der Beziehung, braucht es heute eine neue Entscheidung zurück in die Beziehung. Keine Entscheidung ist leider ein Bruch in dieser Beziehung. Aber heute steht es offen, dass Menschen sich wieder entscheiden können. Wie in diesem Wochenende, wo Leute sagen, hey, ich spüre, der Gott ist mein Vater, ich bin sein Sohn. Und nicht, weil ich gut daheim bin, sondern weil Jesus für mich gestorben ist und weil mich auch zurückwenden, weil ich den Entscheid treffen dürfen für ihn. Und der Entscheid ist oft, geht oft so durch Phasen durch. Und ich habe kürzlich, wie so die vier Phasen mal benennt. Wie so ein Entscheid zurück in die Beziehung, die existenzielle Beziehung zu Gott, kann überhaupt passieren. Und zwar habe ich versucht, anhand von einem Pärchen, der sich aufeinander entscheidet. Sie haben ja auch so verschiedene Phasen. Es gibt A, Dating-Phase. Oder man fängt an zu daten. Ich bin jetzt 35 Jahre verheiratet. Das hat man dann noch nicht gekannt. Wirklich nicht. Echt, das haben wir gerade übersprungen. Aber das ist schon extrem, oder? Die Datings. Dann sagen mir Leute, oh, wir daten uns. Und dann sagen wir, wie lange schon? Ja, 2 Jahre. Okay. Und wie geht es weiter? Ich und meine Frau, irgendwie einander, ja, einfach irgendwie, es hat sich einfach geklärt und dann war man zusammen. Das ist schon nicht unvorstellbar. Ich bin kurz mit einem Typ gelaufen, der keinen Plan hatte über Gott. Ein junger Gier, erfolgreich im Sport, und ist mit mir gelaufen und hat hunderte von Fragen gestellt. Und dann habe ich ihm eine Bibel geschenkt und hat wieder Fragen gestellt das nächste Mal. Und dann habe ich gedacht, hey Junge, aber jetzt hast Jesus so lange gedatet, jetzt wärst du langsam schritt. Und dann habe ich gespürt, wie der Heilige Geist zu mir gesagt, die Generation von heute kämpft oft mit dem nächsten Entscheidungspunkt.
Wir daten und daten und daten, bis wir gar nicht mehr wissen, ob es jetzt noch Date ist oder ob es inzwischen einfach Kollege geworden ist. So, genau. Aber genau so ist es oft. Oh mein Gott! Es gibt Leute, die daten. Ich habe vor einem Jahr eine Frau gefragt, im Alpha-Kurs, eben, wir sind vor einem Jahr hergezogen, wir haben angefangen mit dem Alpha-Kurs. Ist eine Frau da im Alpha-Kurs, nach diesem Weekend, und ich gesagt, hey, sag mal, wie bist du unterwegs? Und dann ist zuerst mal der Gedanke gekommen von diesen vier Phasen. Ja, wo würdest du sagen, wo stehst du? Bist du am Daten? Oder das nächste kommt? Oder bist du, hast du den Status geklärt? Bist du in Freundschaft? Bist du im Heiraten mit ihm? Oder gibt es Kinder? Und dann hat sie gesagt. Und dann hat sie gesagt, hey, ich bin am Daten mit Jesus. Aber ich bin recht verliebt. Es hat mich so nice gedacht. Die Frau war das Jahr wieder beim Alpha-Kurs und hat ihren erwachsenen Sohn mitgebracht. Und ich habe gesagt, weißt du noch, was sie letztes Mal gesagt hat? Wo bist du heute? Inzwischen hat die Frau sich nicht nur gedatet, sondern hat eines Tages gesagt, so, come on, jetzt machen wir es öffentlich. Hey, wir sind zusammen, ein Paar. Und sie hat es öffentlich gemacht. Sie hat gesagt, Jesus ist mein Freund. Und er ist ein paar Monate gegangen und hat sie gesagt, hey, wir wollen heiraten. Weißt du, was heiraten ist im Glauben? Taufe, genau. Die Bibel redet davon, Taufe ist ein totales Verschenken nochmal. Da hört die Verlobung hört mit der Taufe auf. Du bist nicht verlobt, sondern bist geheiratet. Sagen unsere Tochter, die vierte, hat sie fest geheiratet. Ein Riesenpark, das war die beste Feste ever. Wirklich? Sonst normalerweise um 10 Uhr am Abend denke ich, ja shit, jetzt geht es noch 2 Stunden. Aber dann habe ich nicht gedacht, mein Mathe-Tag, Sophie, hätte können bis morgen um 5 Uhr durchziehen. Aber in jedem Fall, Fakt ist, es Taufe und die Frau hat sich entschieden, ich will taufen. Und jetzt bringt sie ihren Sohn mit, die Alpha Life. Das ist der erwachsene Sohn, der hat keinen Plan von Jesus. Und der hat angefangen, weil seine Mutter hat gesagt, der Anfang Jesus daten. Und ist jetzt gerade beim Alpha-Weekend hat er vom Daten zum Status gewechselt. Jetzt sagt er, ab morgen sagt er, hey, ich bin ein Freund von Jesus. Und so gibt es jede Phase. Und seine Mutter hat gar nicht gemerkt, dass sie schon multiplizieren ist. Aber jetzt hat sie nicht nur einen Sohn, sondern einen geistlichen Sohn. Verstehst du, es ist wie in unserem normalen Leben. So wird Jesus mit uns einen Weg gehen. Weil die Beziehung ist so kostbar. Aber manchmal sind wir in Gefahr, in einem von diesen Bereichen bleiben zu stehen. Und ich möchte heute Abend ein bisschen reinleuchten, was hat welche Phase für eine Chance und was hat welche Chance für eine Gefahr. Überleg dir kurz, in welcher Phase stehst du in Beziehung zu Jesus? Bist du noch am Daten? Hast du deinen Status fix gemacht? Das wäre, reden wir oft, das ist Bekehrung. Jetzt fangen wir an, mit dem Jesus öffentlich unterwegs sein. Hey, bist du geheiratet mit ihm? Lebst du in einem Bund mit ihm? Oder bist du dran, mit ihm Familie zu planen? Menschen, die du wieder darfst, zu dem Jesus bringen. Soll sich jeder kurz 10 Sekunden überlegen, wo würde ich mich jetzt einordnen, wenn dieser Typ mich jetzt würde fragen von da vorne. Ich komme nicht, kannst du entspannen. Finde ich jetzt peinlich, es scheisst mich nämlich an, wenn ich da hocke und einer kommt mich blöd fragen. Komm, geh doch wieder vor. Aber wo wärst du? Und jetzt würde ich kurz reingehen, was ich mir so aufgeschrieben habe. Was und ich habe mir so 3 Sachen genommen. 3 Chancen in jeder Beziehungsphase und 3 Gefahren. Nehmen wir das Daten. Angenommen, du bist am Daten mit Jesus. Du kennst ihn schon ein Zeit, bist ein bisschen mit ihm unterwegs. Die Chancen da drinnen habe ich 3 Punkte gesehen. Ich habe gesagt, das ist eine coole Art, Jesus ungezwungen kennenzulernen. Vielleicht bist du da reingestogelt in das Bless Bern, sind wir ja hier. Machen wir es jetzt Bern, okay? Und da ist das ein böser Versprecher gewesen? Nein, nicht so. Ich habe wieder 30 Jahre hier oben gewohnt, sorry. Okay, aber Fakt ist, du bist vielleicht da und sagst, ja, ich komme jetzt mal mit. Ich bin gerade am Daten.
Ich muss den Typ ein bisschen lernen zu kennen. Es ist eine Chance, um eine Liebe zu entfachen und eine Liebe zu entdecken zu dem Jesus. Wie ganz viele, die vielleicht christlich aufgewachsen sind und zu daten sind an Jesus, müssen sagen, jetzt muss man meine Beziehung noch selber klären. Und das ist eine Chance. Und das ist auch eine gewisse Freiheit in dieser Entscheidung. Wenn du jemanden datest, kannst du immer sagen, nein, ich sehe es jetzt nicht mehr. Der Punkt ist, wenn wir mit Jesus daten, wissen wir immer, er will. Er sagt nie, merci, dass du dich jetzt noch erkennen darf. Jetzt weiss ich, wer du bist. Ist okay, schönes Leben wünsche ich dir. Nein, Jesus will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will mit jeder Person eine Beziehung haben. Er verkribbelt fast. Ich meine, wir haben, hey, jetzt muss ich noch wirklich etwas, das sage ich jetzt nicht allen Orten, wirklich nicht. Aber wir haben, ich glaube, im ersten Monat haben meine Frau und ich, dann hat man noch kein Handy, so Zeug gehabt, wir sind richtig im Emmental, oder? Sind wir aufgewacht. Also, aber es hätte dann auch noch nicht kein Handy, auch in Bern hätte es kein Handy gegeben, nur dass nicht blöd lache. Also, Fakt ist, wir haben, ich glaube, im ersten Monat war es, wo wir anfangen mit so Papieragenten ausrechnen, welches das der erste Zeitpunkt könnte sein, wo wir heiraten könnten. 20.05.1989 sind wir drauf gekommen. Dann habe ich die Terrasse fertig, wir sind 20. Und so haben wir es gemacht. Und das haben wir am Anfang festgelegt, weil wir gewusst dass wir... Und Jesus ist so, der fängt mit dir an zu daten und sagt, eigentlich denke ich schon zu heiraten, ganz ehrlich, aber... Brauchst du wirklich noch die Zeit? Also, okay. Echt? Du willst wieder abmachen? Was muss ich noch machen? Weil er will immer weiter. Gefahr beim Daten mit Jesus ist, wir gehen keine konkreten nächsten Schritte. Und das ist ganz sicher eine Gefahr von eurer Generation. In persönlichen Beziehungen, auch zwischen Mann und Frau, hey, denke ich aber, ich betraue ja viele Pärchen, oder? Das ist einfach immer die Love Story gehört. Ich finde, das ist das, was mich interessiert, oder? So, also, ja, anders interessiert mich auch, aber das ist mir auch noch spannend, oder? Und dann hat er gesagt, ja, und dann haben wir das Date. Ja, dann, wenn sie dann zusammenkommen? Ja, dann haben wir nochmal Date, nochmal. Da dachte ich, hey, Junge, hey, was läuft mit dir falsch? Also, und manchmal habe ich das Gefühl, ist heute so, man muss fast noch etwas länger daten, um etwas beweisen, dass hey, das ist gefährlich. In der Beziehung zu Jesus kann das nämlich sein, dass etwas abflacht. Es gibt irgendwie auf einmal einen lieblosen Umgang. Es verunsichert auch Menschen. Weil der Jesus ist so anders als alles andere. Und er wünscht sich Entscheidung. Gehen wir zum nächsten Punkt. Status klären. Chancen, wenn wir das geklärt haben, es schließt schon mal ganz viele Optionen. Beim Heiraten nochmal, oder mit einem Ja zu meiner Frau habe ich Nein gesagt zu ein paar Milliarden anderen. Und das ist auch mit Jesus so. Aber in der Verlobungsphase, in der Freundschaftsphase, es schließt schon mal Optionen. Du musst, okay, jetzt wir sind safe. Jetzt können wir unsere Beziehung bauen. Das ist so wichtig. Eine klare Entscheidung zu wissen, hey, es ist klar, wir zwei wollen miteinander unterwegs sein und wir haben ein Ziel. Ich höre manchmal, frage ich ein Pärchen, Ude, wann werdet ihr heiraten? Dann schaut ihr mich an. Wie vom Mond. Dann denke ich, was? Also ist krass, dass du das so fragst. Dann denke ich, ja, also, nein, ich will es nicht, jetzt sitzt ihr zusammen. Also, es muss ja einen Weg geben. Und das ist genau das Gleiche mit Jesus. Es gibt eine Chance, dass die Beziehung fängt an zu wachsen, wenn du sagst, Jesus, du bist wirklich mein Freund, und es fängt an, eine Zukunftsperspektive zu öffnen. Aber es gibt auch dort Gefahren. Wenn du mit Jesus sagst, fang deinen Status klar, du bist Freund von ihm. Es gibt ganz viele, die machen das nicht öffentlich. Hey, das finde ich crazy. Im Römer 10,10 heisst, mit dem Herz glauben wir, dass wir mit Jesus unterwegs sind und mit dem Mund bekennen wir. Stell dir mal vor,
Ich wäre mit meiner Freundin damals, mit der Susanne Kuhn, also als Kleiner hat sie dann geheißen, zusammengekommen. Und er hat gesagt, hey, ich finde ihn super, ich finde deinen Vater Hammer. Aber ich, du verstehst schon, ich kann das jetzt niemandem sagen. Dann hat sie gesagt, hey, hast du Eckpapp oder was? Das kannst du vergessen. Aber mit Jusso. Jeden Status, den du klärst, machst du öffentlich. Und Jesus wünscht sich, also ich verstehe das gar nicht, aber es ist eine Gefahr. Weil viele drangen, irgendwie, ich weiß nicht, was komisch daran ist, das zu sein. Wenn man in die, auf dem Weg ist, in die exklusivste Beziehung mit Gott zu gehen, ey, das muss die Welt wissen. Zweiter Punkt ist auch dort, dass wir bei dem bleiben stehen. Sagen, ja, jetzt haben wir es ja gut, Jesus. Jetzt sind wir verlobt, aus Faktor. Gott wird weiter. Und wenn wir bleiben stehen, dann kann manchmal so eine Freundschaft zur Kollegialität mutieren. Zumal bist du einfach, ja, wir sind best friends, aber wir haben jetzt nicht so Perspektiven. Wir wissen jetzt gar nicht, wie es so weitergeht mit uns zwei, aber wir haben es mega gern. Gott wird weiter. Und dann kommen wir in die Phase vom Heiraten. Taufe, Hingabe. Oh, Jesus, mein Leben gehört dir. Das ist eine mega Chance. Es ist wie eine exklusive Bundesbeziehung. Ja, nur mit meiner Frau habe ich einen Blutsbund. Das ist exklusiv für eine Ehe bestimmt. Und genau das gleiche Bild braucht Gott für eine Beziehung zwischen Mensch und Gott. Nämlich einen exklusiven Blutsbund, wo boah, nichts anderes wird so krass sein wie das. Es ist eine mega Chance. Ich bin nie mehr alleine. Und es kann aus dem heraus eine Liebesentwicklung geben. Problematik in Ehen und manchmal auch in unserer Beziehung zu Jesus ist, dass wir nicht verstehen, dass Jesus mit uns einen Bund macht, sondern wir immer denken, wir leben mit ihm in einem Vertrag. Ein Vertrag ist, ich muss immer etwas, ich muss dem Gott irgendwie zufriedenstellen. Ich muss dem irgendwie helfen. Und das kann Beziehung zu Saul machen. Das wäre eine Predigt selber wert, ich kann leider nicht länger auf das eingehen. Was auch eine Gefahr ist, in der Ehe, dass eine Untreue passieren kann. Aber das Krasse ist, im 2. Timotheus sagt Jesus, selbst wenn ihr untreu seid, ich bleibe treu. Der Weg zurück ist immer offen. Dein Ja, deine Hingabe, deine Taufe, die du ausgedrückt hast, ich gebe mein Leben, Jesus. Jetzt bleib bestehen. Und das Dritte, eine Ehe kann auch immer zur Routine werden. Weißt, Jesus hat so eine exklusive Beziehung mit uns Menschen, er hat alles gegeben, dass er sich sehnt, dass das auch Qualität hat. Ich sehe Ehen, die sind einfach. Also jetzt im Natürlichen. Ja, wir sind 20 Jahre geheiratet. Ja, mal schön. Ja. Hey, Jesus hat sich anders vorgestellt mit dir. Jedes Ehepaar hat sich anders vorgestellt. Jesus sehnt sich nach einer romantischen Beziehung. Weil, wo Jesus gefragt hat, was ist eigentlich das Wichtigste? Hat er gesagt, lieb Gott einfach so. Nein, er sagt, hey, lieb Gott mit deinem ganzen Herz, mit deinem ganzen Sein, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das Wichtigste für euch Menschen. Und wie ich am Anfang gesagt habe, weil die Beziehung zu Gott so entscheidend ist für das, wie wir leben können und was wir leben, ist es oft sehr umkämpft. Und darum ist es ein Problempunkt. Ich komme noch zum Letzten und dann versuche ich, den Bogen zu schlagen. Was passiert, wenn wir dürfen erleben, dass die Beziehung zu Jesus fängt an von Frucht an. Das ist übrigens das Ziel von Jesus, Johannes 15, 16. Nicht ihr habt mehr Welt, sondern ihr habt eure Welt, damit ihr rausgeht und Frucht bringt, die bleibt. Also Gott will aus unserem Leben Frucht bringen. Gott will, dass durch unser Leben die Menschen wieder dürfen Jesus lernen kennen, in eine Datingphase hineinkommen und so weiter. Und in dem Sinne ist es eine riesige Chance, dürfen Menschen zu Jesus führen, sie zu bejüngern, das heisst, unser Leben und unsere Lehre mit ihnen zu teilen. Das ist eine mega Chance, sich zu multiplizieren. Es ist schön, Grossvater zu sein.
Nicht nur im Natürlichen, ich liebe es. Sondern auch im Geistlichen, wo wir dürfen mit Jesus erleben. Wow, Jesus hat mich gebraucht, dass wir mit Menschen wieder dürfen Jesus lernen kennen und wie ein geistliches Baby bekommen. Hey, das ist so etwas Schönes. Menschen dürfen Verantwortung wahrnehmen und dürfen Influencer sein. Gefahr bei jeder Familie, dass das Kind auf einmal die zentrale Geschichte wird. Und das Beziehung zum eigentlichen Partner auf einmal auf der Strecke bleibt. Wir haben auf einmal nur noch eine Dienstbeziehung. Ah, wie machen wir es mit unserem Kind Jesus? Wie machen wir es? Und Jesus sagt, hey, eigentlich sind wir doch mal verliebt gestartet. Ja, aber weißt du, all die Windeln und all das. Und das kann uns allen passieren. Und die Bibel bringt ein Beispiel von einer ganzen Kirche, wo das passiert ist, dass sie ihre Liebe erkaltet sich. Nämlich die Geschichte der Offenbarung 2 über eine Kirche in Ephesus. Dort schreibt, also Jesus richtet es mir anders aus, in Offenbarung 2,5, denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist. Ihre Beziehung zu Jesus. Und tue Buße und tue die ersten Werke, wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von deiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Er sagt zu dieser Kirche, haben wir sie mal in Liebe gestartet? Wir sind mal leidenschaftlich gewesen. Du bist leidenschaftlich gewesen für mich. Machst du noch Sinn an die Dating-Zeit? Wo du fast durchgedreht hast, bis wir dich endlich wieder gesehen haben, wo mich fast terrorisiert hast, bis sie endlich wieder auftaucht. Machst du dich noch besinnen, wie du dann rausgeputzt hast? Vorher extra noch zum Coiffeur bist gegangen und noch was auch immer hast du machen lassen. Machst du dich noch besinnen, wie es war? Heute bist du eine beschäftigte Person, sagt er zu dieser Kirche. Aber wir haben mal anders gestartet. Wir sind mal in einer Liebesbeziehung gestanden. Wir haben mal Leidenschaft gehabt. Und Jesus sagt dem mit dieser Kirche sagt er, ich habe es im Fall immer noch. Ich will immer noch die exklusive Beziehung leben mit dir. Aber du bist aus der Höhe runtergefallen. Weißt du, aus welcher Höhe runtergefallen bist? Du hast doch verstört gedreht, was du an mich gedacht hast. Und heute bin ich irgendwie noch da, was ist alles so normal geworden. Und dann sagt er dieser Kirche, ich wünsche mir, dass du wieder totale Priorität in meine Beziehung setzt. Weil nur das bringt dich dazu, dass du in dem, was ich dir beauftragt habe, wirklich Autorität hast. Wir träumen von viel guten zwischenmenschlichen Beziehungen. Die zwischenmenschlichen Beziehungen fangen immer in der Beziehung mit Gott an. Wenn unsere Beziehung zu Gott stimmt, dann bekomme ich Liebe für die zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn die nicht stimmt, dann krampfen wir ab. Und die Leute gehen mir so auf den Sack. Und sie brechen Beziehungen. Ich verletze Leute und sie verletzen mich. Und darum müssen wir Sorge haben zu dieser Beziehung. Zu dieser exklusiven Beziehung mit Gott. Und Gott sagt hier, liebe Kirche von Ephesus, du brauchst Erkenntnis, dass du umkehren musst. Und du brauchst, dass du wieder zurückkommst in eine Priorisierung. Wenn jemand am Date ist, frisch verliebt ist, hey, seine Agenda ist voll mit diesem Namen. Und alles, was bei uns Priorität hat, findest du in deiner Agenda. Und wenn in deiner Agenda der Jesus nie auftaucht, du musst nicht Jesus hineinschreiben. Das ist mir schon, aber wenn das nie sichtbar ist, der Jesus ist immer andrückt. Aber weißt du, Jesus ist ja so mässig zu tun, also kann ich nicht Beziehung leben. Dann wird es irgendwie komisch. Dann ist auch der Punkt da, dass wir aus der Höhe sind runtergehen. Und Gott will uns wieder in die Höhe nehmen. Gott will verliebte Menschen, die wirklich mit ihm durchs Leben gehen und uns von ihm beschenken. Und das Verrückte ist, wenn wir, das heisst, du wieder die ersten Werke, fang wieder an zu daten. Im Verständnis, natürlich bist du schon geheiratet, aber fang wieder an von dir feiern, fang wieder meine Beziehung zu dir feiern, fang wieder an.
Und der Heilige Geist wird in dem Moment unser Leben ganz neu erfüllen, weil der Heilige Geist ist zuständig, dass wir richtig Liebe empfinden. In Römer 5,5 heißt, er ist der, der die Liebe Gottes ausgibt, unser Herz. Und meine Frage an dich war am Anfang, in welcher Phase stehst du? Dating, Verlobung, Status bekannt machen. Stehst du vor einer Hochzeit? Oder du es nochmal festmachst, was Taufe so ein Moment ist? Bist du mit Jesus ehrlich unterwegs und du merkst, ich habe gar keinen Wunsch, dass da etwas multipliziert wird? Gott will mit dir Kind haben. Geistliche Kind. Er will mit dir den Weg gehen. Die Frage ist, wo stehst du? Und ich bitte, dass wir einen Moment einfach noch einmal still sind, die Frage ist noch einmal stellen. Wo stehe ich? Bin ich vielleicht in einer von dieser Phasen dem auf den Leim gegangen, wo wir als Menschen schon mal auf den Leim gegangen sind? Wo uns aus dieser Beziehung herausführen wollen? Wo die Liebe so langsam, aber so ein bisschen verflacht? Ist es vielleicht Zeit, das Gleiche uns zu konfrontieren wie die Gemeinde in Ephesus, die von Gott ist konfrontiert wurde und gesagt hat, hey, kehr wieder um, priorisiere mich wieder, öffne dich für den Heiligen Geist, dass er die Liebe in dein Herz ausgibt, dass du wieder in dieser Liebe kannst unterwegs sein. Mein Traum ist, dass der 25. Februar 2024 nicht einfach ein nice Abend war. Was Podcast mehr auf dem Internet rumschwirrt. Sondern mein Traum ist, mein Gebet war, dass Menschen heute Beziehungsschritte machen, in Beziehung zu Gott. Vielleicht von einer zur anderen Phase. Oder vielleicht bist du in dieser Phase, wo du merkst, shit, ich bin drauf und dran, die Beziehung ins Sand zu setzen, wieder vorlaufen. Das Schöne ist, Jesus steht und wartet auf uns. Lass uns einen Moment einfach still sein. Und ich habe ein Gebet mitgebracht für alle die, die dem Ausdruck verleihen wollen, dass sie heute Abend eine neue Liebesentscheidung treffen wollen. Weißt du, das Abwenden von Gott benennt die Bibel als Sünde. Das heißt Zielverfehlung. Gottes Ziel ist, mit dir und mit mir eine engste Beziehung zu haben. Und aus dem heraus dir und mir Autorität zu geben. Für dass wir auf dieser Welt, auf dieser Kugel das dürfen ausleben und in dieser Zeit dürfen das sein, was er für uns geplant hat. Und es braucht, so wie Gott der Gemeinde in Ephesus gesagt hat, tu Buße, kehr um. Bitte um Vergebung von dieser Sünde. Komm zurück zu ihm. Und so wird in das Gebet, das eingeblendet ist, mit denen beten, die sagen, das werde ich heute Abend machen. Vielleicht ist es für dich das Gebet zwischen Dating zur Freundschaftsphase, wo der Status wechselt. Und vielleicht bist du in einer Beziehungsebene drin, wo das Gebet auch wieder helfen könnte, für deine Beziehung zu klären. Ich brauche das Gebet meistens für Menschen, die das noch nie gebetet haben, die das zuerst mal beten. Aber das Gebet kann genau gleich auch hilfreich sein für Menschen, die sagen, hey, ich kehre zurück. Zurück in die erste Liebe. Es tut mir leid.
vergib mir. Komm in mein Leben, bist du mein Herr. Die das beten wollen, die ermutigen, einfach an deinem Platz, das mit mir zu machen. Du kannst das laut oder leise machen. Aber wenn du es machst, mach es von ganzem Herzen. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Und ich danke dir, Jesus, für jedes Herz, das das aufrichtig gebetet hat. Über jedem Herz dreht der Himmel fast stören vor Freude. Weil da wieder das passiert, was du ursprünglich geplant hast, dass wir in die intime Beziehung hineinkommen dürfen, in die Ja-Da-Beziehung, in das, was so tief ist, wie nichts anderes. Mit die Beziehung mit dir, Gott Vater, dem überragenden, einzigartigen Gott. Und ich danke dir für all die, die heute Abend das Gebet gebetet haben, weil sie merken, hey, ich habe mich abgewendet. Ich habe es wieder selber in die Hände genommen. Und ich freue mich, dass du versprichst, Jesus, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass das zurück ist an Leidenschaft, die wir brauchen. Und darum beten wir das einfache, jahrhundertalte, simple, kurze Gebet. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Und füll uns auf. Halleluja. Schenk uns die Liebe, dass wir vorwärts gehen können in diesem Weg von Beziehung mit dir, Jesus. Räum alles weg, offenbar, was im Weg steht. Komm, Heiliger Geist. Lass uns die Zeit geniessen, wo wir genau in dieser Haltung hineingehen und Gott anbeten und einfach weiter die Fragen bewegen. Der Geist Gottes ist da und er wirkt an ihm und meinem Herz. Kuno, wir haben ein paar müssen auslesen, der hat ein paar Fragen gestellt und die Zeit raset. Die erste Frage: Kann ein Freund oder der Freund, der keine aktive Beziehung zu Gott hat, meine Beziehung zu Gott sehr beeinflussen? Ja. Nein, okay. Also ja. Ich würde sagen ja. Aber vielleicht noch kurz, warum ich sage ja. Ich glaube, es ist ja logisch, in einer Beziehung versucht man einander sich auch anzunähern. Das ist Teil einer Beziehung. Mehr Schnittpunkte zu bekommen. Und in dem Sinne ist es eine Herausforderung. Wenn die Person das Wichtigste mit mir nicht teilt, dann ist ein gewisser Punkt ist nicht möglich. Und darum, wenn du weißt, dass das richtig ist von Jesus her, und in so einer Beziehung gehst, dann gibt es eigentlich nur einen Punkt. Dann musst du deine Beziehung zu Jesus investieren und vertiefen, damit die Beziehung zu diesem Freund in einer gesunden Art sich entwickeln kann. Wenn das nicht der Fall ist, wird er unweigerlich einen Platz einnehmen und eine Angleichung in deinem Leben passiert, die dich nicht näher zu Jesus bringt. Die nächste ist ein bisschen das Ähnliche. Ich weiss, dass wenn ich meine Verlobung bekannt gebe, mir Freundschaften gekündigt werden. Diese Menschen brauchen aber Jesus dringend. Ich möchte ihr Salz sein. Genau, aber du kannst nur Salz sein, wenn du scharf bist. Das sagt Jesus auch. Und du kannst nur scharf sein, wenn du das auch verbalisierst, was du glaubst. Wenn Jesus die Priorität hat in unserem Leben und das ist das nächste Umfeld, der mitbekommt, dann ist das irgendwie strange. Ich meine, ich in einer Diskussion, als ich in einem politischen Gremium war, und gesagt, hey, bin ich echt für euch eine Betreuung? Und dann haben sie gesagt, nein, weil du bist ein Christ, der immer dazu steht oder versucht dazu zu stehen, dass du eine Beziehung mit Jesus hast. Bei dir wissen wir, woran wir sind, darum können wir uns orientieren. Die anderen,
wo das Leben, scheinbar Leben, und irgendwann finden wir es raus, hey, das ist schräg. Das verunsichert uns. Und darum glaube ich, die Frage würde ich genau umkehren. Die Menschen, die in unserem Umfeld die Priorität, die wir ja leben wollen, nicht akzeptieren, sind wahrscheinlich noch nicht Menschen vom Frieden. Und Jesus hat gesagt, wir sollen vor allem mit diesen Menschen vom Frieden unterwegs sein. Menschen, die schon offen sind. Aber die werden eines Tages wieder kommen. Und ich glaube, es wäre für die komisch, wenn sie irgendwann herausfinden, dass du eigentlich eine höchste Priorität hast und sie von dem nichts gehört. Das ist schräg. Herausfordernd. Aber ja. Die nächste Frage geht um die Phase der Hochzeit. Und zwar hat jemand gefragt, ist die Hochzeit mit Gott gleich die Wassertaufe? Beziehungsweise ist dann die Folgefrage, ist eine Wassertaufe angebracht, wenn ich schon als Kind getauft wurde? Ich bin als Kind auch getauft worden. Und ich finde, das war mega etwas Schönes, was meine Eltern dann zum Ausdruck gebracht haben. Nämlich, dass sie den kleinen Matthias dem Gott hergestreckt und gesagt, segnen. Nur hat man dem dummerweise Taufe gesagt. Aber es ist eigentlich, biblisch gesehen, ist ein Ausdruck, ein Wunsch, Gott tut dem Kind Gutes. Und darum, wenn die Bibel von Taufe redet, redet sie ausschließlich von Menschen, die das selber entscheiden können. Und darum habe ich mich einmal fröhlich taufen dürfen. Meine Eltern waren dabei, damit ich keinen Stress hatte, weil ich das geehrt, was sie gemacht haben, war wichtig für mein Leben. Aber dummerweise haben wir dann die Taufe gesehen, wo man eigentlich so eine Einsegnung sagen. Und darum durfte ich die Taufe fröhlich nochmal machen. Oder das erste Mal machen. Und noch zur letzten Frage. Was mache ich, also Beziehungstipp, was mache ich, wenn ich Gott untreu geworden bin? Hey, das ist so etwas Schönes bei unserem Vater. Ich meine, die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo der Vater dem dreckigen Gil entgegensäckelt, sich lächerlich macht im ganzen Dorf, weil man ihm entgegengesäckelt ist, so heisst die Bibel. Und dort hat man das nicht gemacht. Eine Person von Anstand ist nicht dem Zeug umgesäckelt. Aber er ist seinem Sohn entgegengesäckelt, der stinkt wie ein Sohn. Er hat ihn in die Arme genommen und hat ihm die Würde wieder zurückgegeben. Was wir dürfen machen, das, was der Sohn dann gemacht hat, der verlorene Sohn hat ihm gesagt, hey, ich will zurück zum Vater. Das ist alles, was wir müssen. Sagen, Vater, hier stehe ich wieder. Und Vater, unser Vater im Himmel, nimmt uns an, weil er uns gerne hat, weil er treu ist, selbst wenn wir untreu sind.